In der goldenen Ära des Maurya-Reichs, auf den Gipfeln der Berge, stand ein abgelegenes Kloster. Dieses Kloster war bekannt für seine ruhige Atmosphäre und den Frieden, der es umhüllte. Die dort lebenden Mönche übten die Kunst der Gleichmut und der Ruhe und erreichten ein Maß an Frieden, das nur wenige verstehen konnten. In diesem Kloster lebte ein junger Novize, neu auf dem spirituellen Weg. Obwohl er tief in seinem Weg verankert war, kämpfte er mit einer seiner angeborenen Tendenzen, dem Zorn. Er ärgerte sich leicht über kleine Unannehmlichkeiten und verlor schnell die Ruhe. Die anderen Mönche beobachteten seine Schwierigkeiten mit Empathie, da jeder seine eigenen Herausforderungen zu bewältigen hatte. Die Begegnung mit dem ältesten Mönch veränderte alles. Der junge Mann näherte sich dem Mönch, der für seine unendliche Weisheit und Gelassenheit bekannt war. Ohne Worte verstand der Ältere die Herausforderung, der Novize gegenüberstand, und plante eine einzigartige Übung für ihn. Das tägliche Ritual führte den jungen Mann zu einem wunderschönen Fluss in der Nähe ihres Klosters, das für seine Ruhe bekannt war. Der Ältere gab ihm eine kleine Tontasse und befahl ihm, jeden Morgen bei Sonnenaufgang und jeden Abend bei Sonnenuntergang für einen Monat etwas Wasser aus dem Fluss zu schöpfen, ohne es zu vergessen oder sich ablenken zu lassen. Die Tasse wurde oft mit Sand oder Schmutz gefüllt, was den Anfänger frustrierte. Mit der Zeit jedoch begann er, den Rhythmus des Flusses zu verstehen. Er erkannte, dass seine Wut und Eile die ruhige Oberfläche des Flusses störten, was dazu führte, dass sich der Schmutz mit dem Wasser vermischte. Je ruhiger und geduldiger er war, desto klarer wurde das Wasser und leichter zu sammeln. Am Ende des Monats näherte sich der junge Mann dem älteren Mönch mit einem erneuerten Gefühl von Ruhe und Weisheit. Er hatte verstanden, dass, genau wie der Fluss, der Geist klar und ruhig ist, wenn er nicht von Eile oder Wut gestört wird. Ein unruhiger Geist, wie das aufgewühlte Wasser des Flusses, erzeugt nur Frustration und Unzufriedenheit. Die Lektion des Flusses wurde eine wertvolle Lehre im Kloster, von Generation zu Generation weitergegeben. So lebten die Mönche weiterhin in Harmonie mit sich selbst und der Welt, mit ihren Herzen, die die Ruhe des Flusses widerspiegelten. Diese Geschichte lehrt uns, dass der Weg zu Frieden und Ruhe eine Lebensweise ist. Mit Geduld, Bewusstsein, Beständigkeit und Verständnis als Werkzeuge wird der Weg weniger zu einem Kampf und mehr zu einer erfüllenden Reise. Genau wie der Fluss, der mit Anmut und Ruhe um Steine und Felsen fließt, können wir die Herausforderungen des Lebens bewältigen, indem wir unsere innere Ruhe bewahren und stets auf dem Weg des Friedens voranschreiten. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal Perlen der Weisheit und aktivieren Sie die Glocke, um mehr Inhalte über Spiritualität und persönliche Entwicklung zu erhalten. Danke für das Ansehen des Videos. Hinterlasse deinen Kommentar und wir sehen uns im nächsten.